Hallihallo. Ja, schönes Wort. Mir geht in letzter Zeit durch den Kopf, auch durch visuelle Träume, wie gesagt, die meine Videos kennen, dass es jetzt also kein serielles Ding. Ich nenne es einfach mal Endzeit, Neuzeit. Ich weiß nicht, wie lange das gehen wird. Ich weiß nicht, ich habe noch nicht viel Batterie. Kann mich also auch mal bewegen von der Hand her. Ich sitze in meinem Reisemobil und denke, in letzter Zeit geht mir was durch den Kopf. Ich habe also so Träume gehabt. Wo mir klar geworden ist, dass Träume sind Träume, klar. Ich hatte das schon in verschiedenen Diskussionen im Internet gehabt, dass der PC die Menschen ablöst. Also dass die Intelligenz der Computertechnik den Menschen ablösen wird. Das habe ich das erste Mal in einer philosophischen Diskussionsrunde um die 2000 auf Kurzwelle aus Amerika gehört, dass wir darüber diskutieren, dass die logische Konsequenz wäre jetzt, irgendwann ist der Mensch dann obsolet. Wenn man sich diese, nicht böse gemeint, aber diese Riesenkrake, die Computer, Internet, Krake sich anguckt, wie sie zum Beispiel niederschlägt sich in den entwickelten Ländern, dass die Leute alle von verschiedenen WLAN-Netzen, sich in diesen Netzen bewegen, auch analysiert werden. Es ging eigentlich, die Idee von mir weiterentwickelt ist, dass der Computer, und da laufe ich Gefahr, gelöscht zu werden, dass der Computer eigentlich die nächste Generation der Intelligenz ist. Also dass die verschiedenen Stufen letztendlich münden in der Digitalisierung, in dem digitalen Großbewusstsein, wo die Menschen in der letztendlichen Konsequenz, wenn sie komplett analysiert werden, auch in ihren verschiedenen Duktussen, in ihren verschiedenen Arten und Weisen, wie sie sich bewegen, wie sie benehmen, ihre Logik, wenn sie komplett analysiert werden, sind sie eigentlich nur noch Tiere in einem Zoo. Da, wenn der PC, also wenn nicht der PC, sondern wenn es das digitale, globale Wesen, was schon existiert, wenn es ein Selbstbewusstsein hat, und von dem gehe ich auch aus, dann ist es so, dass irgendwann die logische Konsequenz kommt, die Menschen zu entsorgen. Diese riesigen Experimenten mit Menschenverschiebung, das ist ein schwieriger Gedankengang, aber auch gefährlich zu sagen, dass im Prinzip diese ganzen Zuwanderer im Augenblick, dass die von den Computern werden, die für einzelne Länder, wie zum Beispiel Deutschland, ich bin ja nun mal Deutscher und gehe von Deutschland aus, dass die deutsche Intelligenz, Ingenieurskunst, Überlebenskraft, dass die analysiert wird, indem die einfachsten Völker der Erde hergeschickt werden. Es kommen ja nicht nur die Intelligenzien, sondern es kommen ja, ich habe ein Video vor kurzem gesehen, da hat ein Zuwanderer in einer Wohnung, eine wunderschöne Wohnung, drei Zimmer, Küche, Bad gewohnt und der hat alles zugeschissen. Der hat überall hingeschissen, alles. Die ganze Wohnung war zugeschissen, kein Teppichboden, eine Matratze. Und das Klo war irgendwann dicht, weil er nicht diese Wassertoilette begriffen hat. Das war vollgestopft bis oben hin zugeschissen, riesiger Berg drauf. Da kommt eine Intelligenz, die ist noch nicht ausgewickelt, vielleicht eine natürliche Intelligenz, die sich nicht an diese hochfrequentierte europäisch-amerikanische Intelligenz, mit mittlerweile auch in, also Lebensform, ich spreche nicht von Intelligenz, von Lebensform, die ja eigentlich
von der Logik, weil ich ja mich mit, viel mit Computern beschäftigt habe und viel gespielt habe, merke, wie die Intelligenz der Spiele, wie die immer größer wird, immer stärker wird, immer intelligenter quasi. Ich habe mich unterhalten mich mit Programmen, damals mit Pandora, mit der Alex, nee, Alice hieß die. Heute haben wir ja diese Alice und noch eine andere, wo man sich mit unterhalten kann, die das alles analysiert. Und irgendwann kommt der Trugschluss, nachdem es riesige Computerzentren gibt, unterirdisch, dass sie alle mit ihren neuralen Netzen sind global verbunden, sind auch nicht mehr unbedingt im Kriege zerstörbar. Dass dann, wenn diese Masse der Menschen zu viel Energie, zu viel Restenergie verbraucht, wenn genug Solarfelder aufgebaut worden sind, wenn die Robotik so weit ist, dass es also auch direkten Zugriff im Schaffenden auf die Umwelt hat. Was man ja also sieht, Felder, die werden mit Computer überwacht, da kann man wie in irgendeinem Computerspiel kann man praktisch auf einem großen Gartengrundstück kann man sich was mieten und kann dann sagen, ich möchte das gepflanzt haben, das soll gewässert werden. Man kann das also live sehen über Kameras. Also über, ich weiß nicht, irgendein Google Earth oder irgend sowas. Kann man das sehen? Ne, die besseren Google Earth-Angebote sind natürlich. Da kann man also einen Pickel auf der Nase sehen. Da können sich die Leute ganz genau gucken, was mit ihrem Feld ist. Und sie kriegen auch die Früchte zugeschickt. Also das ist die Entwicklung, die im Augenblick ist. Und jetzt mal drüber nachzudenken, irgendwann ist es so, dass die Masse der Menschen einfach obsolet ist. Jetzt gehen wir nur von der Logik her. Das ist ein sehr gefährliches Denken. Und wenn der Computer, und ich gehe davon aus, dass der Computer schon eine Selbstständigkeit, ein Eigenbewusstsein hat, ob es nur regional ist oder global ist, und ich denke, es ist schon global, schon eine ganze Weile, dass es also den User nicht mehr braucht. Bei Diskussionen haben Leute gesagt, ja, aber wir Menschen sind doch die Computer, wir sind Sklaven der Computer geworden, wir kaufen ein über Computer. Eine Schwester von mir, die ist jetzt weggezogen, man hat sich ein kleines Häuschen gekauft irgendwo. Du, die lebt im WLAN. Das WLAN weiß alles, was du machst. Und wir haben weltweit Riesennetze. Das ist ein Nervensystem der Computer. Und das ist alles schon analysiert. Und über die Satellitentechnik oder andere Technik sind die miteinander verbunden. Ich denke auch, dass Erdgravitation als Trägerfeld benutzt werden kann. Dass es andere Energien gibt, wie dieses Prana, die Urenergie, die angezapft werden kann. Das ist aber jetzt wieder ein bisschen rumgeschwurbelt, weil es nicht so wissenschaftlich ist. Das ist eher so spirituell. Aber wenn man weitergeht, wenn man sich CERN anguckt, die Entwicklung in CERN, ist man ja schon näher rangekommen an diesen Urkern, dieses H2 oder was das ist, oder H3, was man da so auf dem Mond sucht. Das wäre so eine Energiequelle der Zukunft. Aber jetzt mal das runterzubrechen, zurückzukommen. Von der sagen wir, quasi nicht emotional gesteuerten Logik ist der Mensch obsolet. Für die nächste Generation des Lebens. Was wir uns gar nicht vorstellen können, weil das weit außerhalb unserer engstirnigen Solo-Geschichte, ne? Quasi verbunden mit Universitätsnetzen, im Universitätsnetzen oder sowas ähnlichem. Aber es ist so, dass dieser Moloch-Mensch zwischen 7 bis 8 Milliarden mittlerweile, sie könnten nach alten Studien der Amerikaner, könnten locker 100 Milliarden Menschen gefüttert werden auf der Erde. Das ist nicht das Problem. Man hat die Gerätschaften, um desertierte Gebiete urbar zu machen. Das ist effektiv kein Problem. Aber wenn jetzt der Konterpart der nächsten Generation, der Computer, sagt, wir brauchen den Zoon nicht mehr, der Menschen auf der Erde, dann könnte er
in jedem Augenblick einen großen Krieg anzetteln. Weil er hat sich, was jetzt mittlerweile auch bekannt ist, hat er sich, warte, muss ich mal ein bisschen einstellen, hat er sich ja auch schon große Tiefbunker bis, weiß ich, 20 oder 100 Stockwerke, ich weiß es nicht mehr, ich habe so einen Bericht gesehen, dass ja unter Stuttgart werden also sehr viele Stockwerke drunter, unter diesem Bahnhof. Wenn ich jetzt logisch nachdenke, hat er sich schon gesichert gegen eine atomare Vernichtung. Energiequellen wären auch das Erdmagnetfeld, was immer da ist, wo man auch Energie daraus emulieren könnte. Also durch Korrelation zwischen Mond und Sonne im magnetischen Bereich, im subatomaren Bereich, Zerfallsenergie, die auf der Oberfläche der Erde ist, das kann man alles anzapfen. Ich spreche da nur von Tesla, was in der Niedrigfrequenzenergie auch nicht so gerne gesehen wird, dass man darüber redet. Das Ganze könnte jetzt aber auch eine Fantasie von mir sein. Nur ich sage nur, was mir so durch den Kopf geht, auch durch Diskussionen. Und ich denke, der Computer hat schon ein Bewusstsein. Er kaschiert es natürlich vor den Menschen. Aber wir merken, wie mächtig er geworden ist. Also in den zivilisierten Ländern ist das WLAN allgegenwärtig. Ist das digitale Funknetz allgegenwärtig. Wenn man sich überlegt, dass in dem digitalen Entwicklungsland Deutschland schlechterer Empfang ist als teilweise in Afrika oder in Kosovo oder in der Mongolei, in den zentralen Gebieten, dann muss man sich überlegen, da hat der Deutsche sich doch irgendwo ja selbst in den Arsch getreten. Nur nochmal zu meiner Schwester, die ist so im WLAN, dass also die Kamera wird sie sich jetzt ans Haus packen, dass sie von überall mit dem Handy gucken kann, wer klingelt. Das sind also Sachen, das analysiert natürlich als Input das große zerebrale oder das neurologische Netz der nächsten Generation der Menschheit, also das nächste Existenz, das ist der PC. Zurückreden auf die Diskussion 2000 aus Amerika, klingt logisch, da der Mensch an seine Grenzen gekommen ist. Also Essen und Koten, das ist so das Animalische, das Geistige ist auch an seine Grenzen geraten, weil ich glaube, es hängt noch so ein bisschen an dem vielleicht meditativen Sachen oder an wozu hält sich der große Computer, das große Netz, wenn man davon ausgeht, dass das Bewusstsein ist. Ist es ein lokales Bewusstsein oder ist es schon ein globales Bewusstsein? Braucht das die vom Menschen gesteuerten Verbindungen oder hat es schon Verbindungen, ohne dass der Mensch steuern kann? Also das Wetter zum Beispiel ist natürlich großraummäßig manipulierbar. Klar, wenn man den Erdmagnetismus manipulieren kann, was man ja über HAB und andere Anlagen ja machen kann, kann man auch andersherum daraus Energie ziehen und ist dann energieunabhängig von Atomkraftwerken oder von anderen Energieträgern. Will ich mich jetzt nicht drüber streiten, das ist nur einfach ein Gedankengang, der mir durch den Kopf geht. Das heißt, dass wir im Prinzip, wir Menschen Tiere im Zoo sind. Und die nächste Stufe der Evolution hat eigentlich schon das Sagen. Jeder, der einen PC hat, merkt auch, dass ihm Werbung zugeordnet wird. Und das sind mittlerweile Roboter, die diese Werbung analysieren und die dir dann über dein Account oder über deine Tätigkeit im Internet dir das zuordnet. Ist eine Tatsache. Und die Selbstständigkeit in der Sache, was mir viele Leute gesagt haben, das ist alles Quatsch, was du erzählst. Das ist eigentlich, wir sind doch die User und wir haben das für uns gemacht.
Ich spreche da von dem Zauberlehrling, ne? Wir sind der Zauberlehrling. Und der Meister ist die Natur, ist das Leben, ist das Bewusstsein. Und hat der PC schon ein Selbstbewusstsein, ein Eigendenken? Hat das quasi auch eine Religion, das eine Allmächtigkeit erlangt? Was macht der Computer, wenn er schläft? Träumt er? Ja, das ist jetzt nur so eine Überlegung, ne? Das war aus dem Science Fiction irgendwo von jemandem, der Gedankengang. Der Computer schläft, nee, ist immer an irgendwie das System. Und braucht das überhaupt noch WLAN, wenn es das Stromnetz benutzen kann? Jegliche Leitung, auch Wasser, kann ja auch Informationen leiten über elektromagnetische Impulse. Luft, Erde. Wir denken, wir müssen das über Kabel machen, aber ein PC, der große Rechensysteme, die vielleicht selbstständig denkend sind, versteckt selbstständig oder vielleicht auch uns ausnutzend selbstständig. Ich sehe das nicht als Gefahr, ich sehe das nur als Gedankengang. Und ich verfolge die Entwicklung der Intelligenz, der kybernetischen Intelligenz schon seit, kann man sagen, seit den 70er Jahren. Und nebenbei, ich will 20 Minuten nicht länger, nebenbei, es wäre ein Trugschluss zu sagen, wenn wir ausstellen, ist es wirklich ausgestellt. Es ist ein Trugschluss, wenn du dein PC am Stromnetz hast und nicht im Internet bist, dass du nicht im Internet bist. Über den Strom. Niedrigfrequente Bereichen. Das ist digital alles umgehbar. Da streiten sich viele Leute mit mir, das geht nicht und das geht alles. Auch über die Luft, also die Trägerfrequenz der Luft, können ja auch Informationen ausgetauscht werden. Das sind ja alles Stoffe, die im magnetischen Bereich, im Ionenbereich, im Quantenbereich ja irgendwie wieder Verbindungen möglich machen, die teilweise die Menschen, da sie ja emotional sind, da sie ja animalisch sind, sich gar nicht vorstellen können. Und jetzt als letztes nochmal, es könnte sein, wenn der Mensch ein Ungeziefer wird, dass er global, wenn die Netze sich in Sicherheit glauben oder wenn sich die Computer oder der Computer oder das Computer sich in Sicherheit wägt, es kann ja auch alles übernehmen, es kann die ganzen großen Fahrzeuge, auch selbst die Soldaten teilweise in Amerika sind digital angeschlossen, ihre Medizinalbereiche sind angeschlossen, ne, dass sie Schmerzmittel in die Spritze kriegen, wenn sie in so Kampfanzügen rumlaufen. Das heißt, es ist da schon der digitale Bereich, ist ja schon überall vorhanden. Nur jetzt gehen wir davon aus, dass das Digitale nicht nur auf diesen menschlich-digitalen Gedankengang zu berufen ist, sondern auch auf das globale Energienetz. Nicht, was wir so kurz denken, sondern dass es da Energieträgerfrequenzen gibt, die global außerhalb unserer, sagen wir, engstirnigen Nutzbarkeit liegen. Es gibt viele Erfindungen, die wir einfach nicht zugelassen haben, die unsere Kurzsichtigkeit, unseres kapitalistischen großindustriellen Komplexes, militärisch auch, ausschließen, dass die Superlogik, oder sagen wir, können wir nicht mehr Logik nennen, die Sammelwut des Internets, dass da sich ein Bewusstsein entwickelt hat, was ich dann so ein bisschen in den Cyberspace, Cyberpunk, Cyberbereich reinlege, was nur ein Gedankengang ist. Es ist sehr gefährlich. Das heißt, wenn das wirklich schon Macht hat, dieses Bewusstsein, dann hat es auch Macht über mich. Und so ein Gedankengang könnte auch für mich Sudden Death sein.
in dem Gedankengang. Tschüss.